Ja, wir machen einen chronologischen Sprung jetzt, also in das Ende des 18. Jahrhunderts, in das 19. Jahrhundert. Aber ich möchte mich vor allem bei den Veranstaltern für die Einladung bedanken, denn die Turner sind ziemlich zahlreich hier. Also umso mehr bedanken wir uns bei allen drei Herren, bei Jürgen Czernowski, bei Axel Walter und dem Chef Frank Baudach. Ich bin nicht zum ersten Mal hier, immer gern und ich hoffe nicht zum letzten Mal. Heute spreche ich über eine für Polen ziemlich traurige Zeit, aber das muss auch sein. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben und vielleicht sind Sie noch nicht so müde, sich das anzuhören, was ich zu sagen habe. Ich spreche heute über Reisen der Polen Richtung West- und Ostpreußen, also Provinzen, die Friedrich II. Im Jahre 1773 eben so genannt hat, verärgert über die Fantasien seiner Beamten, die, Zitat, jeder nach seiner Fasson benennen wollte. Sie sehen sofort so ein Bild. Der Autor ist wohl bekannt, ein Danziger und Berliner, also ein Preis auch, Daniel Chodowiecki. Es ist eine symbolische Darstellung der Teilungen von Polen, also nicht polnischen Teilungen, sondern Teilungen von Polen. Hans Lemberg hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das ein Fehler ist. Man sollte es eben so nennen und nicht anders. So beginnt eine völlig andere Etappe in der Geschichte des Landes. Absichtlich habe ich die Polen als Reisende und Berichterstatter gewählt, denn bin mir bewusst, dass das Polnische noch nicht jedem geläufig ist und ich möchte auf diese Weise eine kleine Brücke Richtung Ost-West, West-Ost entstehen lassen. Staunen wir bitte nicht über eine betrübte Stimmung mancher Berichte, denn ich spreche über eine Periode, in der es Polen als Staat auf der Landkarte Europas entweder nicht gab oder kurze Zeit gab es so ein stattliches Gebilde wie Herzogtum Warschau, was mit dem Polen aus der Zeit vor 1772 wenig zu tun hatte. Ost- und Westpreußen. Ganz schematisch, ich habe absichtlich so eine Landkarte gewählt, denn wir brauchen nicht so viele Einzelheiten hier. Wenn Sie die Geschichte der beiden Provinzen mehr oder weniger kennen, es geht ja um die Symbolik. Ja? Ostpreußen assoziieren wir mit Königsberg, Westpreußen eher mit Danzig, ja, vielleicht Thorn auch. Das ist ja nur zur Erinnerung, über welches Land wir hier sprechen. Unter den Autoren waren überwiegend ausgebildete Menschen, kaum Frauen noch, durchdrängt vom Patriotismus der Epoche, Romantiker, aber auch ehemalige Aufständische, die ins Exil nach Frankreich gehen. Gerade bei diesen Berichten vergessen wir nicht, dass die 30er Jahre das Hambacher Fest Polenlieder wohl eine der schönsten Perioden in den deutsch-polnischen Beziehungen darstellen. Ich unterrichte deutsche Geschichte und Geschichte deutsch-polnischer Beziehungen und Hambacher Fest ist gerade so ein Punkt, wo ich ja mit ziemlich viel Nachdruck darüber spreche. Bauernkriege auch, aber hier ist das eben eine Zeit, wo die Polen ehemaligen Aufständischen sehr mit bestimmter Wärme in Baden oder in Sachsen auch aufgenommen werden. Auf diese Weise ist ihr Leben ein bisschen leichter. Aber darüber spreche ich noch. Die politische Situation in Europa, also auch auf diesen Gebieten, war äußerst kompliziert. Städte wie Thorn oder Danzig waren vorhin reich, ein Leckerbissen für Friedrich II., aber auch von der russischen Seite waren sie zwischen dem Hammer und Amboss. Die Autoren schreiben keine typischen Reiseberichte, es sind eher Briefe, Tagebücher, Erinnerungen an das vergangene Leben, wo die Reise dazu gehörte. Im Voraus sollte man noch kurz schicken, dass das deutschsprachige Schrifttum vielfältiger und umfangreicher ist. Das Wissen
übermittelt von einem Kirst, Oldenberg, Rosenheim, Skowronek, Max Töppen, Ulrich Tolksdorf, Ernst Wichert oder Siegfried Lenz, dient uns in folgenden Auflagen, Übersetzungen ins Polnische bis heute. Am Eingang finden Sie ein wunderschönes Buch über Christian von Krokow, Reise nach Pommern, Klassik praktisch. Kaufen Sie es bitte nicht. Ich möchte, dass eine von meinen jüngeren Kolleginnen das Buch kauft. 3 Euro, mein Gott. Das intellektuelle Abenteuer beginnt aber auch nach Lektüre mehrerer Bücher, dass man mit seiner Philosophie wieder an den Anfang gelangt. Mit den Büchern, dass man mit, seine, ja, mit den grundlegenden Fragen, wer waren, wie waren die Masuren, was war typisch für Ostpreußen und was Westpreußen, wo war das Weichselland, Pomerellen und inwieweit ist der Begriff Pommern oder Preußen uns behilflich, wenn wir etwas präziser werden möchten. Wenn wir Pommern sagen, ja, was ist das? Ja, welches Pommern meinen wir? Und in welcher Zeit noch dazu? Also man muss wirklich ständig daran denken, welcher Teil. Ich komme aus Pommern. Ich wurde in Stolp geboren, in Słupsk. Also das ist meine Heimat. Aber das ist meine Heimat nach diesen furchtbaren Ereignissen. Ja, ich bin geboren 1954. Das Eutino-Schloss hier nebenan hat auch für uns Polen eine symbolische Bedeutung. Hier hat Sophie von Anhalt-Zerbst ihren zukünftigen Mann Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf kennengelernt und sie eben als Katharina II. Hat später einen so großen Einfluss auf das Schicksal der Polen gehabt. Allerdings habe ich das nie nachgeprüft. Ich habe nur einen Film gesehen, wo sie sich trafen und als Kinder haben sie nicht gemocht, hat man so dargestellt. Und dann haben sie geheiratet. Ja, das Ende, das kennen wir. Den heutigen Abendvortrag möchte ich mit einer allgemeinen Reflexion zum Thema Reisen beginnen. Vor einigen Jahren wurde ich von Herrn Professor Walter nach Greifswald eingeladen, wo er das Konzept eines großen Kongresses in Wilna mit mehreren Kollegen diskutieren wollte. Bei dieser Gelegenheit ging ich in den Greifswalder St. Nikolai-Dom und am Eingang blieb ich für mehrere Minuten stehen. Denn was ich an der Wand sah, überraschte mich mit seiner Einfachheit, keinem Pathos und übergreifender Aktualität, unabhängig von der jeweiligen Epoche. Sie sehen hier noch Herzogtum Warschau, also das ist eine Äußerung dieses großen Traumes der Polen. Und ja, es ist nur eine Kleinigkeit davon geworden. Aber jetzt zu diesem Text. Fühlen Sie sich bitte wie bei einem Therapeuten jetzt. Ich werde langsam vorlesen. Es heißt Reisesegen. Und nun, bevor du gehst, wünsche ich dir, dass du dich erholst. Sag nicht einfach, werde ich schon. Ich wünsche dir, dass du trotz der Reisevorbereitungen, trotz der gepackten Koffer, die so schwer sind und doch nur das Notwendigste enthalten, die Anziehsachen für jedes Wetter, die zig Schuhe, die Bücher, die du immer mal lesen wolltest, die Spiele von Weihnachten, zu denen du nie Zeit gefunden hast, den Reiseproviant und die Kulturführer, dass du trotz deiner Angst zur Ruhe zu kommen, deinem Druck alles nachzuholen, wozu du im Alltag nie kommst, dort, wo du hinfährst, auch wirklich ankommst. Ich wünsche dir, dass du dort ein Stück Ballast abwerfen kannst und spürst, dass ein Pullover und ein paar Schuhe doch länger tragen, als du es dir vorstellen könntest, dass du, ohne einer Pflicht die Zeit zu stehlen, aufs Meer schauen wirst oder eine Weile die Maserungen eines Holztisches bewunderst. Ja, wir finden Zeit dafür. Dann, wenn Ruhe einzieht und sich in dir breit macht, wenn die Zeit mehr wird,
die dich nicht mehr hetzt, atme sie ein, diese Augenblicke. Geh noch nicht. Ich will dir noch das Wichtigste für deine Reise mitgeben. Ich wünsche dir Gottes Segen, die Kraft, die dir zur Ruhe verhilft. Ich wünsche dir, dass du ihn und dich findest. Mir hat's gefallen. Unter den polnischen Reisenden in Ost- und Westpreußen war der Schriftsteller, Historiker, Reformer Julian Ursyn Niemcewicz, 1758, 1841, wohl der berühmteste Berichterstatter. Irgendwo müsste sein Bild sein. Ja, Julian Ursyn Niemcewicz heißt es polnisch. Er stammte vom Adel, aber der Vater könnte sich wohl kaum leisten, ein Hochschulstudium zu bezahlen. Deshalb kam Julian in die von König Poniatowski finanzierte Kadetten, sogenannte Ritterschule. Und nach 6 Jahren, 1770, 1776, absolvierte Julian diese Schule als Leutnant. Es war eine für polnische Verhältnisse außergewöhnliche Hochschule mit ausgebautem Programm, sowohl der humanistischen als auch Ingenieur- und Militärfächer. Französisch unterrichtete dort der Vater von Frédéric Chopin, sagen wir Polen. Chopin, sagen die Franzosen und Sie wahrscheinlich auch. Das war sein Vater, er unterrichtete dort Französisch. Niemcewicz war danach Adjutant von Adam Kazimierz Czartoryski, also das ist praktisch Hochadel, dem Oberbefehlshaber der litauischen Streitkräfte, bei dem er in Warschau und Puławy im südlichen Teil Polens lebte und mit ihm mehrere Auslandsreisen unternahm. Er war zusammen mit Hugo Kołłątaj, Autor der Verfassung vom 3. Mai 1791. Niemcewicz lebte in Leipzig, Wien, Florenz, Rom im Exil. Seit 1794 war er Adjutant und Sekretär von Tadeusz Kościuszko während des Kościuszko-Aufstandes. Das ist einer der wichtigsten Aufstände in der Geschichte Polens überhaupt. Die meisten Aufstände haben die Polen verloren. Also eine ganze Reihe von tragischen Ereignissen. Gefangen genommen wurde er 2 Jahre lang im Gefängnis in Petersburg gehalten. Exil wiederholte sich in seinem Leben wieder, da er mit Kościuszko in die Vereinigten Staaten kam, heiratete dort und bekam die amerikanische Staatsbürgerschaft. Aber 1807 kam er nach Polen schon für immer zurück, wurde Sekretär im Senat und das Unterrichtsniveau kontrollierender Schulinspektor. Parallel schrieb er viel, übersetzte seit langem aus der französischen Literatur ins Polnische. Ein Gedanke beunruhigte ihn seit langem. Er meinte nämlich, das Leben renne unkontrolliert, kennen wir, und er kenne sein eigenes Land nicht. So besuchte, besichtigte und beschrieb Niemcewicz seine Reisen nach Klein- und Großpolen, Litauen, Podlachien und Preußen. Nicht ohne Grund heißt der Band Historische Reisen. Bei jedem wichtigeren Ort wird den Leser an Landesvergangenheit, an Beziehungen zum Deutschen Orden, an das bessere oder schlimme Schicksal seiner Bewohner, historische Bauten erinnert. Die erste Reise nach Preußen begann genau am 6. September 1812. Ich nenne deshalb dieses genaue Datum, weil die Daten hier selten vorkommen. Also wir wissen sehr oft nicht, wie lange er in einer Stadt blieb. Keine Daten, man weiß nicht, wie lange er zum Beispiel unterwegs war von einer Stadt in die andere. Das fehlt. Das war irgendwie dem Autor unwichtig. Bereits auf erster Seite begann seine Reflexion an das Leben der Bauern, die er unterwegs sah. Er war nämlich der Meinung, der freie Bauer arbeite viel besser als derjenige, der dem Joch der Leibeigenschaft zugeschrieben wird. Auf dem Lande und in den Städtchen unterwegs hatte Niemcewicz ständig Probleme mit dem Futter für die Pferde, das Proviant für seine zwei Begleiter und sich selbst. Bittere Worte kamen in Bezug auf den Alkoholkonsum der Bewohner, die vom Besatzer des Getreides des Zuchtviehs beraubt worden sind. So trinken sie in Unmaßen, um ihren Kummer zu vergessen. Einen Nüchternen kann man kaum montag früh treffen, schreibt er.
Beim Betreten des Dobryna Landes, Ziemia Dobrzyńska, Dobryna Land, beginnt ein längerer Kommentar zur Geschichte des Deutschen Ordens im Sinne von Sienkiewicz, also welch eine furchtbare Idee war es, von Konrad von Masowien die Ritter in den Norden holen zu lassen. Der Roman von Sienkiewicz ist einer der bekanntesten polnischen Romane überhaupt, geschrieben in einer Zeit, wo die Polen Trost brauchten. Also in diesem Roman haben wir absolut schwarze Legende des Deutschen Ordens. Es gibt einen Film aufgrund von diesem Buch gedreht. Und ich war einmal im Museum von Tannenberg von dieser Schlacht mit deutschen Historikern und dieses Lachen will ich nicht mehr hören. Also man hat uns nur Ausschnitte gezeigt. Das ist einfach Einfluss einer konkreten Zeit. Also man würde heute sagen, er bekam einen Auftrag und hat so ein Buch geschrieben, so einen Roman in diesem und nicht anderem Sinne. Ja, also es ist absolut schwarze Legende des Deutschen Ordens. Er kommt an die Grenze, der Fluss heißt Drewens, der Ort Lubitsch, und aß zu Abend mit einer Bauernfamilie aus einer gemeinsamen Schüssel Kartoffeln mit Butter, eine Köstlichkeit in diesem Moment ohnegleichen. Also er ist begeistert davon. Thorn macht auf den Reisenden einen deprimierenden Eindruck, der an die Flugschriften von 1724, nämlich das betrübte Thorn, erinnert. Nach mehreren Belagerungen, Belastungen durch die in der Stadt stationierenden Russen, französischen Truppen Napoleons, wurde der in vorigen Jahrhunderten florierende und den Reichtum der ehemals hanseatischen Stadt symbolisierende Handel vernichtet und sein Kreislauf funktionierte kaum mehr. Kein Wunder, dass Niemcewicz weniger Bewohner auf den Straßen sieht, beklagte leere, dunkle Häuser und Kornspeicher, die gespenstischen Eindruck machen. In der Geburtsstube von Kopernikus fand er zwei Soldaten und in der Kirche, wo der Thorner getauft wurde, Magazin mit Getreide und Futter für die Pferde. Niemcewicz kommentiert dabei die Geschichte des Deutschen Ordens in Bezug auf die Stadt und Beziehungen zu Polen. Also das kommt immer wieder, bei den nächsten Autoren auch. Beruft sich in diesen Kommentaren an Geschichtsschreiber, Kartografen, verdiente Bürger der Städte im königlichen Preußen. Kaspar Hennenberger, Heinrich Strohband, Gottfried Lenglich. Wir haben hier also mit einem belesenen, wohl ausgebildeten Berichterstatter Zeitzeugen zu tun, mit allen Vorteilen, aber auch belastenden Vorurteilen der Epoche, vor allem wenn es um Juden geht. Der Jude sei ein geborener Betrüger, Frauen nicht ausgenommen. Und es kommt eine Reihe von Beispielen, von Situationen, die er auch erlebt hat. Und alle sind in derselben Farbe. Ja, also dieses Symbol des Betrügers, das ist der Jude, das kommt immer wieder. Dazu kommen wir noch, denn das Problem der ehemals verstandener Toleranz, eher Duldung, meine ich, wird sich wiederholen. Niemcewicz besucht das Thorner Gymnasium, seine Bibliothek, betont Intoleranz des Thorner Stadtrates, was sich auch in den Richtlinien des Gymnasiums widerspiegelt, das eine Verfallperiode erlebt. Das Gymnasium hatte finanzielle Probleme, Schwierigkeiten mit gut vorbereiteten Lehrern. In seinen Mauern errichteten die Franzosen ein Lazarett. Das Gymnasium ignorierte die pädagogischen Hinweise zum Schulprogramm, zum Polnischunterricht, was Niemcewicz persönlich kränkte. Denn er war in die Reformen des Schulwesens sehr engagiert. Also man versuchte von Warschau aus, dieses Schulwesen im Norden auch zu beeinflussen. Ja. Thorner weigerten sich. Ab und zu gab es in diesem Gymnasium Polnischunterricht, das kann man nicht sagen. Aber in dieser Zeit gerade konnte er also kaum etwas erreichen. Niemcewicz vergaß aber, welche Verdienste für die Aufklärung in der Adelsrepublik Polen gerade das intellektuelle Potenzial königlich Preußens hatte. Enttäuscht und verärgert durch die Starrsinnigkeit der Thorner Lehrer begab sich Niemcewicz auf weitere Reise nach Kulm, Bromberg, Gnesen, Kalisz und kam in Warschau an. Dazu möchte ich noch etwas sagen, denn das ist wirklich eine wichtige Periode in der kulturellen Entwicklung, auch im Norden, eben im königlichen Preußen und in Warschau.
für uns Polen Symbol der Aufklärung ist der König Poniatowski, ja, und das Milieu um ihn. Aber bevor er 1764 auf den Thron kam, war die Aufklärung in Danzig, in Thorn, bereits in der blühenden Entwicklung. Damit haben wir bis heute ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Zum Beispiel, wenn es um die Presse geht, die Presse des 18. Jahrhunderts, also gelehrte Zeitschriften, das ist ausgesprochene Aufklärung. Und die gibt es mindestens 20 Jahre früher als in Warschau. Also für mich gerade ist es wirklich ein wichtiger Aspekt, deshalb betone ich das hier. Gut. Lassen wir ihn weiterreisen. Nur selten gab er Zeit, Termine an, das habe ich ja eben gesagt. In der Berichterstattung konzentrierte er sich auf die Regionalgeschichte, Sehenswürdigkeiten, Bewohner und ihrer eventuellen Charakteristik, wobei die jeweilige verwendete deutsche oder polnische Sprache die erste Geige spielte. Nächste Reise nach Preußen begann er am 2. Juni 1817 und führte aus Warschau zunächst über Hohensalza in Wrocław wieder nach Thorn. Nach 5 Jahren hat sich wenig, nach seiner Meinung, hat sich wenig in der Stadt verändert. Der Verfall ist überall sichtbar. Bis zu 400 Katholiken leben in Thorn, von 60 Bernardinern leben dort nur 2. Das sind für ihn so Argumente, ja, für die aktuelle Situation. Niemcewicz besichtigte einige Kirchen, das Haus von Kopernikus und fuhr bis nach Kulmsee, verlor kein Wort über die Schulen und die Thorner Pädagogen. Wahrscheinlich haben sie ihre Meinung nicht geändert. In Marienwerder Kirche ärgerte er sich über die ruinierten Gräber der Hochmeister des Deutschen Ordens und konnte kaum die sich gut amüsierende Gesellschaft, am selben Tag war das, im Wirtshaus zum Goldenen Löwen ausstehen. Also er war so betrübt, Menschen, die nebenan sich amüsierten, ärgerten ihn einfach sehr. Über Stum ging es weiter nach Marienburg, wo er den fatalen Zustand der stolzen Bauten beklagte. Erst die Natur unterwegs Richtung Dirschau beruhigt seine Sinne. Das Land ist fruchtbar, die Felder im guten Zustand, man spricht Polnisch. Ja. Und die dort vor Jahrhunderten angesiedelten Mennoniten profitieren zusätzlich vom ausgegrabenen Bernstein. Allgemeine Bemerkungen beziehen sich hier auf die zwar brutal ihrer Untertanen behandelten Ritter, aber die Werke des Deutschen Ordens, meine ich, aber die Werke, die sie geleistet haben, erwecken die höchste Anerkennung. Die Gründung der Städte, imponierende Bauten, Entwicklung des Handels seien unbestreitbare Argumente für seine Größe. Dies ist umso mehr zu betonen, denn die schwarze Legende des Ordens lebt dank Sienkiewicz mehr oder weniger bis heute. Danzig wird auch in dunklen Farben dargestellt. Der Stadtrat sammelt sich nach seiner Meinung nur, um Befehle aus Berlin zu entnehmen und auszuführen. Das Zeughaus steht leer, die Speicher auch. Gymnasialgebäude wurden, ähnlich wie in Thorn, in ein Lazarett verwandelt. Bücher lagen an einem Haufen, Polnisch lernt man nicht mehr. Warum? Wir lernten es, weil wir es im Handel brauchten. Euer Adel spricht Französisch, die Juden Deutsch. Und mit den Bauern haben wir nichts zu tun, sagte ein angesprochener Danziger Kaufmann. Niemcewicz bemühte sich auf seine Art um Objektivität, so wie er sie verstand. Manchmal verwechselt er aber Tatsachen so, dass sie ein Lächeln hervorrufen. Angeblich hat er mit dem Sohn von Gottfried Lenglich gesprochen haben, einen Sohn, den der Danziger Syndikus nie hatte. Auch Karl Benjamin passt hier nicht, denn er lebte nicht mehr. Eine Tatsache stimmt. Niemcewicz möchte alte Medaillen kaufen, sucht sie überall. Und Karl Benjamin interessierte sich eben für Münzen und Medaillen, aber wie gesagt, er starb 1795. Übrigens kaufte er schließlich einige Medaillen bei einem Juden, was er sarkastisch feststellte. Ja, also ich muss zu einem Juden gehen, um Medaillen zu kaufen.
Es gibt keinen Zweifel, dass der Reisende das jüngste Gericht von Hans Memling bewunderte, denn die Vorgeschichte, wie das Gemälde nach Danzig kam, bestätigt es. Was interessant ist, niemand hat es korrigiert und im gedruckten Text wurde hier Michael Wohlgemuth aus Nürnberg suggeriert. Das ist dieses wunderschöne Gemälde, das es bis heute dort in der Marienkirche gibt. Die Reise ging zunächst Richtung Elbing, Frauenburg, Braunsberg, Heiligenbeil bis nach Königsberg. Keine von den Städten hat so tiefe Wunden im Handel und in ihrer Existenz infolge, Axel, pass es jetzt auf, denn es wird dich ansprechen, Existenz infolge der Teilungen erlitten wie Königsberg, meinte Ludwig Batschko, auf den sich Niemcewicz berief. Über Batschko werden wir morgen oder übermorgen etwas hören. Einen Gelehrten interessierte vor allem die Albertiner. So erfahren wir, dass es nicht einmal 200 Studenten gibt. Kant und Fichte sind nicht mehr in, eher Schelling an der Universität in München. Ein Gelehrter geht in die Bibliothek. Nur Niemcewicz interessieren vor allem polnische Autoren, die er kaum finden kann. Also er sucht nach polnischen Postillen. An erster Stelle wird jedoch die Silberne Bibliothek von Albrecht Hohenzollern erwähnt, die sich heute zum Teil in Thorn befindet. Gleich werde ich eine Illustration dazu noch zeigen. Das eigentliche Ziel war aber das Archiv im Schloss mit den ältesten gut erhaltenen Urkundenbeständen. Aus der ältesten Ordenszeit und dem Grenzland mit Litauen, die sucht er. Der Archivar Herr Faber führte den polnischen Kollegen durch die Bestände und die Ältesten davor werden im Bericht aufgezeichnet. Auf dem Rückweg durch Rastenburg erwähnt er sofort die Verwendung der polnischen Sprache. Und darauf wartet er. Überall versucht er, die alte polnischen Postillen zu erwerben, nur um die Bibliothek seines Gönners Czartoryski in Puławy zu bereichern. Nirgendwo findet er sie aber und schon gar nicht bei den auf dem Wege besuchten Geistlichen. An Johannisburg vorbei kam er in die alten polnischen Grenzen, atmete auf, sah eine andere, bessere Welt, freie Bauern, die die Leibeigenschaft vergaßen, besser wirtschaften und Alkoholkonsum hält sich dort in Grenzen, nach seiner Meinung eben. Ich widme hier Niemcewicz ziemlich viel Platz, aber das hat seine Gründe. Er war, wie gesagt, sehr wohl ausgebildet, wusste genau, was er sehen will, sehr gut belesen, alles in allem auf solche Reisen gut vorbereitet. Seine Ansichten wegen der Juden waren keine Ausnahme. Und ich würde vorgeschlagen, den Begriff der Toleranz eben durch Duldung zu ersetzen. Passt mir einfach besser in damalige Wirklichkeit. Das betrifft auch die Zeitschriften, auch die gelehrten Zeitschriften bei uns in Thorn. Also was etwa Luther Garrett herausgibt, Thornische wöchentliche Nachrichten und Anzeigen, dort gibt es auch solche Passagen, da kann man ein bisschen hohen Blutdruck bekommen, wenn man es liest. Ja. Also das waren solche Zeiten eben. Der nächste Reisende ist ebenfalls ein Gelehrter und Rektor der Krakauer Universität, Stanisław Kostka-Tarnowski, 1837-1917. Ein Literaturwissenschaftler, studierte in Krakau und in Wien, finanziell unabhängig, denn er stammte vom polnischen Hochadel. Er reiste im Sommer 1881, also schon in der Eisenbahnepoche, etliche Jahre nach Niemcewicz. Was hat sich verändert? Was auch der Vorgänger sah. Tarnowski begann die Reise am Abend in Krakau, stieg am Morgen in Warschau, also über die Nacht, die ganze Nacht fuhr er aus Krakau mit der Eisenbahn nach Warschau, stieg am Morgen in Warschau um. Um 7 Uhr hatte er einen Zug nach Danzig und nach 12 Stunden war er in der Hansestadt. So lange hat es gedauert. Zweifellos ist er ein seriöser Reisender, aber im Unterschied zu Niemcewicz, doch humorvoll, was die Lektüre nicht so monoton stimmt. Bereits die erste Bemerkung zum Reiseproviant erinnert an die Warnungen der alten Reisenden durch die Kaschubei nach Danzig. Merke dir, Stolp ist der letzte Ort, wo du Lebensmittel für die
für dich und Futter für deine Pferde besorgen solltest. In der Kashubai findest du nichts Brauchbares und wirst hungern, wie die armen Bewohner dieser Region auch. In diesem Sinne schreibt Tarnowski an der Grenze mit Preußen, das war in Moawa, wo offiziell sogar Mittagessen angeboten wurde, wo gar ein Mittagessen theoretisch zu bekommen war, theoretisch nur, sehr enttäuscht. Die Lektüre ist kein Vortrag eines Historikers. Es ist ein innerer Monolog eines Intellektuellen, der mit seinem Leser eigene kleine Entdeckungen, Reflexionen mitteilen möchte, unter dem Motto, überlegst dir. Das haben wir ja in diesem Reisesegen gehört, nicht wahr? Hast du einmal daran gedacht, dass die wichtigsten historischen Entscheidungen in der Geschichte Polens nicht in Krakau oder Warschau fielen? Denke an Tannenberg, an den Tornafrieden Frieden oder an Dirschau, den Schlüssel zur Weichselmündung und die Schlacht in der Batory, die meuternden Danziger besiegt hatte. Es ist eine wunderschöne Episode. Die Danziger haben gesagt, wir lassen dich in die Stadt nicht, Hoheit, und mit deinem Militär sowieso nicht. Ja, und dafür mussten sie unwahrscheinlich hohe Summen später bezahlen, um zu einer Versöhnung zu kommen. Aber sie wollten auch zeigen, wenn du unsere Bedingungen erfüllst, dann darfst du in die Stadt kommen. Sie wussten ganz genau von Anfang an, dass es sehr teuer sein wird, aber trotzdem haben sie es demonstrieren wollen. Die Welt soll es erfahren, koste es, was es wolle. Denke an Altmarkt. Wer hätte sonst über diesen Ort gehört? Aber dort wurden Gespräche mit Gustav Adolf geführt, die schließlich zum Waffenstillstand unterzeichnet in Sturm führten. Ohne ständiges Lächeln kann man diesen Bericht nicht lesen. Nicht nur Bewunderung des kleinen Zoppot und seiner dort gebotenen Erholungsmöglichkeiten, das ist erst der Anfang. Der Tourist fährt doch nach Danzig. Und wieder Bemerkungen wie, Zitat, natürlich, wo die Deutschen sind, dort gibt es auch Kaffee und Lusthäuser. Je näher der Staat, umso mehr davon. Zitat Ende. Das sollte kein Tadel sein. Er lächelte auch, zählte Dutzende von den Danziger Sehenswürdigkeiten, auf die man sehen müsste. Freilich suchte er nach polnischen Spuren, Symbolik, Wappen, aber ohne Verbissenheit eines vom Hass erfüllten Polen, der ihn letztendlich krank macht. Schau dir den langen Markt an. So etwas siehst du vielleicht in Nürnberg, vielleicht in Holland, vielleicht nirgendwo. Diese prachtvollen Häuser. Und das Rathaus der rechten Stadt und der Artushof und das Haus, in dem Maria Gonzaga wohnte und hungrig von der Tafel wegging, da sie nicht an die stark gewürzten Speisen gewöhnt war. Und. Man müsste so ein Buch schreiben, wie der alte Kuriker es getan hat. In ganz Polen findet man keine so schöne Stadt, schöne und stolze Stadt wie Danzig. Krakau könnte es auch sein, hätte ihm an Verstand und guten Geschmack nicht gefehlt. Ja, das schreibt ein Krakauer. Das denkt ein bisschen kosten wahrscheinlich. Es ist durch und durch eine bürgerliche Handelsstadt, und das ist ihr Vorteil. Seine Philosophie der polnisch-danziger Beziehungen definiert er kurz, indem er eine rhetorische Frage stellt. Hat Danzig unter polnischer königlicher Staatsobrigkeit Verluste erlitten? Welche? Warum wollte Friedrich II. Danzig erobern? Wegen seiner Liebe und Sentiment zu dieser Stadt? Vielleicht sollte man die Danzigerin Johanna Schopenhauer danach fragen. Tarnowski ist viel zu intelligent, um eine künstliche politische Ideologie aufzubauen und historische Tatsachen zu verneinen. Ja, sagt er, die einzigen Aufschriften in Polnisch, die ich sah, war Podwór Sosiem, also das war der Lachs, nicht nur dieses berühmte Mennonitengetränk, aber ein Lokal auch, der Lachs, und die Torner Pfefferkuchen, polnisch Pierniki, während des Domniks. Diese Pfefferkuchen werden Sie heute kosten können, wenn Sie es schaffen.
Ja, das sind eben, das ist der, der aktuelle Hochmeister. Ich weiß nicht, ob die Schüler von heute wissen, dass es den Orden heute gibt. Ja, und wo der Sitz ist. Und, die kümmern sich überhaupt darum nicht. Ja. Ich suchte nach einer Illustration, eben für diesen Film oder das Buch von Sienkiewicz, wo es diesen Kreuzritter gibt, eben mit Schwert, blutig, und er hat gerade, ich weiß nicht, eine unschuldige Frau erstochen oder so. Gibt es nicht. Ja, und ich habe sogar an den Direktor dieses Museums, ehemaligen, geschrieben, und er hat, ich habe nur sehr nette Kreuzritter als Illustration, also das kannst du haben. Darum ging es mir nicht. Ja. Ich wollte eben etwas anderes. Das ist der jetzige Hochmeister. Na, kommt das? Will nicht. Das ist die Albertus-Universität. Die Stadt und die Universität spielt natürlich in allen Berichten eine sehr wichtige Rolle. Wo sind wir denn? Bei den Pfefferkuchen. Sollte man sich deshalb Sorgen machen, fragt er. Das glaube ich nicht. Alle polnische Symbolik aus der alten Zeit ist da. Wappen, verschiedene Aufschriften sind gut aufrechterhalten. Man sollte also eher nach der Identität der Danziger sie selbst fragen, wie sie es verstehen und nicht, wie die Welt in der jeweiligen Epoche sie sehen möchte. Jedem, der seine Zweifel hat, empfehle ich das kleine Büchlein von Christian von Krockow. Heute in der Pause haben wir darüber gesprochen. Wenn Sie das Büchlein nicht kennen, es ist wirklich klein und, ich weiß nicht, 3 Stunden lang und Sie haben es gelesen. Das sind Erinnerungen an Kindheit, an westpreußische Kindheit. Ja, denn das sind die Krokows westlich von Danzig. Vielleicht können Sie sich auch daran erinnern, das sind Bratäpfel vom Ofen. Und er meint, das ist meine Heimat, der Geruch dieser Äpfel. Das ist Heu, wenn es dampft, ich weiß nicht, am frühen Morgen. Ja? Das ist meine Heimat, das ist meine Kindheit und das sind meine Assoziationen auch mit meiner Heimat. Und eben unten gibt es das andere Buch von ihm, Reise nach Pommern. Ja, er ist noch in Danzig. Die Reise führt weiter nach Marienburg, wo er 2 Wochen, im Juli, August 1881 verbringt. Die Eindrücke in der Marienburg kann man so kurz definieren. Auf der einen Seite stehen alle möglichen historischen Vorurteile, eine generelle Abneigung gegen den Orden, auf der anderen aber Bewunderung für alle zivilisatorischen Errungenschaften, auch für das imponierende architektonische Werk des Ordens. Tarnowski ist also imstande, das zu überwinden, was die Polen bis heute in ihrer Masse wegen ihrer Ausbildung und dem nicht zu verändernden Einfluss des Romans von Sienkiewicz nicht überwinden können. Ein Kreuzritter steht einfach mit blutbeflecktem Schwert da. Wenn Tarnowski aber das Wort dort in der Marienburg etwas nervt, das war das Denkmal von Friedrich II. Er sieht zunächst das Denkmal und also er ärgert sich mächtig darüber. Gerade hier noch der alte Fritz, den hat es noch gefehlt. Das sind seine Reaktionen. Am 11. August war Tarnowski schon in Elbing, nicht einmal 1 Stunde unterwegs, wohl mit dem Zug. Breite, saubere Straßen, schreibt er, wohlhabende Bürger und Gasbeleuchtung. Also das ist wirklich schon eine andere Zeit. Gasbeleuchtung, die es seit 1859 dort gab. Sie fungierte 37 Jahre lang, bis die elektrische sie verdrängte. Elbing bezeichnet er als eine sehr preußische Stadt, in der man kaum etwas abends tun kann, außer man geht in das lokale Casino. Aber was für ein Casino. Das werden wir uns ersparen. Weiter geht's nach Frauenburg, das gründlich besichtigt wurde, mit einem Nachdruck auf Architektur und die Person von Kopernikus, natürlich. Allerdings ohne typische Beurteilung im Sinne ein großer deutscher bzw. polnischer Astronom. Astronom eben, Punkt.
Überall hat der Reisende einen sachkundigen Fremdenführer, in Pelplin sogar den Priester und Historiker Stanisław Kujot, der in Münster und Berlin studierte, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaft in Thorn war, seit seiner Entstehung 1875. Autor der Geschichte Königlich Preußens. Mit seiner Hilfe berichtete Tarnowski über die Schönheit der Kirche. Viele Details konzentriert sich darauf und mit philosophischer Ruhe stellt aktuelle politische Lage fest, jammert aber darüber nicht. Das ist nicht sein Ziel, noch einen Text voller Tränen dem Leser darzubieten. Außerdem muss man auch im Auge behalten, was die Zensur dazu sagen würde, sollte das Buch etwa im russischen Teilungsgebiet erscheinen. Ich möchte Ihnen noch ein paar Bilder zeigen. Das ist die Silberne Bibliothek. Das ist mit Blech, mit silbernen Blech beschlagen. Ja, also Axel Walter würde viel mehr dazu sagen können. Und einige Exemplare, ich weiß nicht, wie die Proportionen aussehen, aber einige Exemplare haben wir in Tonnen. Ist das halt die Hälfte oder ein Viertel? Ein bisschen mehr, also es sind 20, manche sagen auch um 19, wir glaube ich haben 11. Ja, ja, das stimmt. Ja. Es sind Torn, es sind Torn, und es wurden 3 oder 4, ein Indoor-Schottas, also was unsere Bibliothek... Ja, es gibt ja, es ist ja noch nicht eine Ausstellung darüber. Katalog erschienen. Ja, also, ja, sicherlich von Herrn Stammer, der Gast gegeben haben. Das ist dieser Stanisław Tarnowski, der Rektor der Krakauer Universität, der eben noch gleich das zeigen kann. Zeigen wir. Das sind die Danziger Beischläge, also etwas, was sich auch in diesen Reiseberichten wiederholt, eben harten Beraubens scheinen die Autoren. Ja, es ist etwas Wunderbares. Nirgendwo findet man so etwas. Und das wiederholt sich. Das ist Postkarte von 1940, wie Sie sehen vielleicht. Und das ist unser Podolewski, ein bekanntes Bild von ihm. Und die Dame unten, oder die beiden, das ist Mutter und Tochter, das ist ja, wenn wir das Schopner waren, die in ihren Erinnerungen schreibt, nach der im zweiten Teil von Polens die Barbaren kommen, wir müssen hier weg. Die Barbaren, das ist wirklich der zweite und seine Soldaten. Es sind wunderschöne, sehr interessante Erinnerungen, das kann ich Ihnen nur empfehlen. Sie werden dort zum Beispiel lesen, was Kaffericher waren. Wissen Sie, was Kaffericher waren? Kaffericher, das waren Beamte und Soldaten, die am Abend und in der Nacht durch die Stadt zogen. Und sie haben kontrolliert, wer in der Nacht Kaffee brennt. Denn dieser Kaffee war teuer, da sie haben rohen Kaffee gekauft und selber gebrannt. Und das wurde sofort bestraft. Ja. Podolewski schreibt wieder, ich wurde unwahrscheinlich genau kontrolliert an der Grenze und man hat mich gefragt, ob meine Strümpfe neu oder gebraucht sind. Ja, also, so ins Detail gehen die Zöllner. Ja, und das ist der Lachs. Ich habe nie gekostet. Und das ist Frauenburg. Frauenburg mit diesem wunderschönen Dom um Grabstein von Kopernikus und seine Gestalt in so einer Manier, die wir heute in mehreren Städten haben. Also, das ist eine interessante Dame und das wollte ich Ihnen eigentlich jetzt sagen. Klementyna Hoffmannowa hat ihre Werke herausgegeben und in diesen Werken, man muss es also wissen, in diesen Werken sind diese Reisen von Jensevich, also von diesem ersten Berichterstatter, im fünften Band sind sie erschienen. Aber was interessant ist, gleich auf der nächsten Seite ist eine kleine Notiz. Das ist eine Notiz, die bestätigt, dass die Zensur es erlaubt hat, das Buch zu drucken und es gibt einen Namen des Zensors. Ja, übrigens, das ist ein ziemlich bekannter Name, so wie Steinski. Also, es gibt mehrere Bücher aus dieser Zeit, wo man sofort nach der Titelseite sieht, aha, Zensor hat ihre, manchmal haben sie richtig konkrete Bedingungen gestellt, zum Beispiel das Amt sollte 5 Exemplare zunächst bekommen, noch einmal kontrollieren und dann eventuell erlauben, dass das Buch in Druck
erscheint. Das fand ich interessant und wollte ich Ihnen zeigen. Zwei wichtige Reisende wurden hier zitiert. Beide erklärten dem Leser auf ihre Weise, wie die Verbindungen der Adelsrepublik Polen mit Preußen aussahen. Sie vertraten aber unterschiedliche Zeit, kamen aus einem anderen Milieu, einem anderen Teilungsgebiet. Ja, denn Tarnowski kommt aus Galizien, das ist österreichisches Teilungsgebiet. In Galizien hatte das wissenschaftliche, intellektuelle Milieu bedeutend mehr Freiheit seitens Österreichs als im Russischen. Niemcewicz reiste mit einer kleinen Kutsche, Tarnowski meistens mit der Eisenbahn. Zwei andere zivilisatorische Welten. Keiner von ihnen vertiefte sich aber bei der Besprechung der polnischen Verhältnisse mit dem Bürgertum Königlich Preußen oft, das oft um Hilfe bat, um den jeweiligen Feind in die Städte nicht hereinzulassen. Freilich nennen sie Lenglich als bedeutende Persönlichkeit, verloren aber kein Wort darüber, welche Aufgaben er vom Stadtrat bekam, was er in seiner mehrbändigen Geschichte der preußischen Lande beklagte. Sie haben sich bei Konflikten früher oder später mit dem jeweiligen König von Polen geeinigt, nicht aber mit dem polnischen Parlament der Adligen. Das ist ein Unterschied, wirklich. Also sie führten eher Gespräche mit einem königlichen Vertreter, nicht aber mit dem Parlament. Bei dem Parlament war es klar, dass sie in einem Konflikt verlieren oder wenn sie nach Warschau eingeladen werden, ihre Vertreter eingeladen werden, dann geht es um Geld. Es geht um Steuern, es wird vielleicht einen neuen Krieg geben, dann werden sie gebraucht und das ist dieser Bitterkeit in diesen Veröffentlichungen. Sie klagen darüber, schon wieder haben wir Danziger Fortifikationen bezahlt. Das Parlament hat uns versprochen, dieses Geld zumindest zum Teil zurückzuzahlen. Passiert aber nie. Beide Reisende waren in einem Punkt sich einig. Diese Beziehungen waren nie vom Hass geprägt und haben nichts mit dem habgierigen Friedrich II. Und dem späteren von Tarnowski mehrmals in Bezug auf Großpolen erwähnten Kulturkampf Bismarcks. Die letzten Seiten im Bericht widmete Tarnowski Thorn, dass er bei dieser Reise nicht besuchte und es bereute, zitierte aber dafür mehrere Informationen zum geistigen Leben des polnischen Milieus in der Stadt, die Zeitungen, wissenschaftliche Gesellschaft, Anwesenheit weniger Polen, aber doch im Stadtrat. Die Reise geht zu Ende im katholischen Großpolen, das auf seine Weise Widerstand gegen Kulturkampf leistet, Zeitungen, Hilfsdruckwerke für Bauern druckt, weigert sich in den Schulen Deutsch zu unterrichten und diese Hilflosigkeit der Lehrer endet oft im Alkoholismus. Der nächste Berichterstatter, den ich kurz erwähnen möchte, ist Christin Lach-Schirmer, Philosoph, Übersetzer, Absolvent der Universität Wilna. Charakteristisch bei seiner Reise ist, dass er das Land zu Fuß besichtigt. Das Gepäck schickte er nach Königsberg und auf diese Weise sieht er mehr als sonst mit der Kutsche etwa. Seine Familie lebte im Nordosten an der Grenze an Preußen und diese Heimat hat er zweimal besucht, 1812 und 1819. In Thorn angekommen, kommentierte er den Thorner Tumult von 1724 und natürlich beim Besuch von Kopernikus Haus lobte auf mehreren Seiten die Größe des polnischen Astronomen. Zitat Ende. Weiter ging es nach Kulm, Graudenz, Marienwerder, Stum, Marienburg, Elbing, Frauenburg, Braunsberg. Dort angekommen, berichtet er wie seine Vorgänger auch über seine Geschichte und Beziehungen zu Polen. Bei Braunsberg stieg er in die Danziger Postkutsche ein und hier endlich bekommen wir etwas von seinem Sinn für Humor. In der Kutsche sitzen zwei Damen, ein junger Leutnant und ein schweigsamer Mann, der kaum zu beschreiben ist. Schirmer versuchte zu raten, wer sie seien, woher sie stammen. Die ältere, seriös aussehende Dame war Witwe und wegen der unbequemen Kutsche und der schlimmen Wege voller Löcher rettete sie sich mit Wein. Königsberg kannte Schirmer aus der Studienzeit sehr gut.
Wie seine vorigen Berichterstatter ging er auch ins Archiv und die Universitätsbibliothek, die Silberne Bibliothek natürlich ja auch. Sein Verhältnis zum Staat ist voller Wärme. Hier herrscht keine Mode, schreibt er, denn es gibt keinen Taugenichts. Es gibt keine Reichen, die auf Kosten der Armen leben würden. Jeder ist irgendwo beschäftigt, im Handwerk, im Handel, in der Gelehrtenwelt oder in einem öffentlichen Amt. Theater, ein schönes Gebäude, ist aber pleite und die Schauspieler mussten anderswo Beschäftigung suchen. Schirmer endet seinen Bericht mit der letzten Etappe nach Angerburg und einer rhetorischen Frage. Ist es nicht so, dass wir Polen faul sind und zur Feder nicht greifen wie die anderen Nationen? Lebte Czartoryski in Frankreich oder in Deutschland, in England, gäbe es bereits ganze Bände über ihn. Dort ist es so, dass ein berühmter Mann noch zu Lebzeiten gedruckte Geschichten über sein eigenes Leben lesen kann. Zitat Ende. Schirmer reiste 1820 mit seinem aristokratischen Zögling Adam Czartoryski durch die Schweiz nach England, wo er auch 1866 starb. Eine völlig andere Sammlung von Erinnerungen, Tagebüchern, von den Reisen durch Preußen, meistens ab Königsberg, stellen Autoren dar, die als ehemalige Aufständische ins Exil gingen. Es sind junge Leute, die mit akademischer Ausbildung in Wilna oder unterbrochenem Studium dort, sie reisen auf dem Weg aus Königsberg via Braunsberg, Stargard, Dirschau, Konitz, Woldenberg, gleich zeige ich Ihnen das, entweder Richtung Stettin oder Landsberg, Küstrin und auf die andere Oderseite, dann Richtung Sachsen, Baden, nach Frankreich oder Belgien. Sie interessierten sich kaum für die Landschaft, die Dörfer und Städte nur in diesem Sinne, wie sie aufgenommen werden, wie gastfreundlich die lokale Bevölkerung ist. Sie erwarteten enthusiastische Aufnahme, Helden eben, und diese Stimmung variierte in beide Richtungen, von Gleichgültigkeit oder demonstrierender Abneigung gegen die fremden jungen Leute bis zum Enthusiasmus, vor allem unter dem schwächeren Geschlecht. Sie reisten in kleineren Gruppen, mit auf dem Laufenden organisierten Kutschen, Wagen, die schnell gemietet und bezahlt werden konnte. Finanzielle Unterstützung bekamen sie unregelmäßig, manchmal war es richtig sold, aber dieses Geld verschwendeten sie schnell, spielten Karten, tranken mächtig Alkohol und langweilten sich. Langweilten sich zu Tode. Ein Apotheker in einem Städtchen wurde als Übernachtungsmöglichkeit immer willkommen, denn es war ja bekannt, bei ihm wird es am guten Essen und Likör nicht fehlen. Es sollte ja alles anders sein. Sie sollten kämpfen, siegen und sich des verdienten Ruhmes erfreuen. Die Enttäuschung in Frankreich sollte aber erst kommen. Gleichgültigkeit, der sie dort begegneten, war das Mildeste, was sie dort trafen. Ich werde Ihnen gleich die Namen als Beispiele zeigen. Aus den obigen Beispielen geht Folgendes hervor. Es reisen Männer. Die Verkehrsmittel sind Pferdekutschen, darunter Postkutschen und später die Eisenbahn. Zu Fuß laufen ist selten, passiert aber doch, wie wir sehen. Die Autoren bekamen gute Ausbildung. Sie suchten nach polnischen Spuren jeder Art und das empfanden sie als ihre Aufgabe, auch für die Nachkommen, denn das Schicksal kann sich ja ändern und diese Gebiete kämen vielleicht noch wieder an Polen. Jeder von ihnen glaubte stark daran. Sie reisten durch ein Land, wo die Menschen polnische Familiennamen trugen, kein Wort Polnisch sprachen und verstanden und umgekehrt. Sie waren katholisch oder lutherisch gesinnt, in einem kulturellen Kessel, oft direkte Nachbarn. Kirst schreibt in seiner Erzählung Ein echter Masur über einen Bauern, der eine Polin heiratete, weil er kein Polnisch sprach und sie kein Deutsch und verstand. So, sagte er, so werden wir weniger miteinander reden. Darum geht es ja. So antwortete er auf die Fragen der Neugierigen. Viele Fische in Masuren, ja, aber nicht für jeden. Denn nicht jeder darf fischen, auch wenn der See in der direkten Reichweite war.
Davor profitierte der sprichwörtliche Königsberger Jude, der auf dem Lande seine Heringe verkaufte. Es ist kaum vorstellbar, dass es einem ostpreußischen Bauern so gut ging, wie Kirst es idealisierte. Aber umso mehr gefallen den Lesern seine Geschichten bis heute, daher der Titel, wo das Selbstverständliche, also unsere Vorstellungen, Erinnerungen der Vorfahren, nicht selbstverständlich war. Schauen wir uns noch ein Bild an. Das ist Schirmer, der Königsberger Universität absolvierte, stark im Exil 1866 in Davenport. Das ist Hippolyt Maurice Glaser, einer der Autoren eben der Aufständischen, der ehemaligen, Szymon Konarski, auch Józef Alfons Potrykowski. Sie sehen hier vielleicht die Kette. Er wurde gefangen genommen, wurde gefoltert, ein tragischer Tod. Ja, und das ist diese Route, die sie bewältigen mussten, ab Königsberg im Osten, dort oben, bis zur Oder. Ja, also, das war ihre Reise. Und das ist der Verlag, den ich Ihnen empfehlen möchte, wenn Sie Bekannte haben. Ich habe dort keinen Anteil, also ich habe mit dem Verlag nur als Leser etwas zu tun. Das ist ein Mann, der aus Südosten Polens kommt, also er ist jetzt durch Wohnort mit Masuren verbunden, mit Ehrenbau. Und Sie sehen hier die polnische Übersetzung von Kirst, mein Ostpreußen, und sein letztes Buch heißt Nietzsche. Nach der Lektüre kam ich zum Schluss, die beste Übersetzung wäre Niemandsland. Er meint, dieses Land interessiert niemand. Keine Regierung. Keiner kümmert sich darum. Und das Buch wurde gerade ins Deutsche übersetzt von Janusz Maurer. Sein Kludumatuskego, das Verschwinden des masurischen Volkes. Das wurde ins Deutsche übersetzt und Sie suchen einen deutschen Verlag dafür. Hier sehen Sie ein Kreuz, zwei Baumstämme miteinander verbunden und dieses Kreuz ist praktisch in diesen Stämmen drin. Das ist keine elektronische Bearbeitung. Diesen Baum und dieses Kreuz gibt es wirklich, sagt der Verleger. Er nennt den Ort. Er nennt den Ort. Das sind kleine Skizzen über Masuren, unterschiedliche Autoren, bekannt, unbekannt, und das ist der Mann, der über masurische Küche schon drei Bücher herausgegeben hat. Masurisch meint er, mein Gott, was soll das für eine Küche? Das ist ein Kessel. Ja, also es ist Wallachien, es ist Masurien, es ist Ostpreußen, alles in einem. Und dazu noch individuelle Familientradition. Das heißt außer Königsberger Kloster.